Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Fortuna Düsseldorf Managerkarriere. Wir gehen rein direkt mal in die Partie gegen Hannover 96, die hier mit einer 5-2-3-Formation auflaufen und wir beginnen natürlich so gut es geht mit unserer Top 11. Und diese beinhaltet Häuser als auch Oscar Bob, De Vries als auch Ralston. Und damit gehen wir rein in die Partie in Hannover. Hannover ist im Angriff und wir sind am Verteidigen. Ralston kommt schon mal nicht dran und jetzt müssen wir wieder aufpassen. De Vries kommt nicht dran und wir kassieren diesen Gegentreffer in der 12. Spielminute. Jetzt kommt wieder Hannover 96. Siebert hält ihn viel zu aggressiv auf. Dafür gibt es auch die gelbe Karte und obendrauf noch einen Elfmeter und das gerade einmal erst nach diesen ersten Treffer. Teuchert steht bereit, Teuchert trifft und Hannover führt jetzt mit 2 Toren. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir nicht tun, und Kerstmeier rettet hier Fortuna Düsseldorf. Eckball jetzt für Hannover nach der Glanztat von Carsten Meyer. Die Hereingabe kommt und wir entschärfen nicht. Der dritte Gegentreffer kommt und wir staunen. Herr May sieht jetzt hier Appelkamp. Appelkamp hat ihn. Appelkamp! Wir sind endlich mal da, machen diesen Treffer und sind trotz alledem noch 2 Tore hinten dran. Jetzt gibt es einen Eckball für die Hannoveraner. Schaub mit der Hereingabe und wir kommen nicht dran. Enge Szene. Herr May ist am Ball, sieht jetzt hier zu Lies, der sich perfekt dreht. Appelkamp findet und Appelkamp mit dem Pass rein auf Vermey. Vermey jetzt auf Oscar Bob, der trifft am Schlusstreffer. 55. Spielminute. Appelkamp ist am Ball, sieht jetzt hier Vermey. Vermey geht hier vorbei, sieht jetzt hier Oscar Bob, was für ein Pass. Und er lässt einfach die Chance liegen. Appelkamp sieht jetzt hier Oscar Bob. Bob hat die nächste Möglichkeit, die er leider liegen lässt. Und Häuser bekommt ihn nochmal und macht aber dann hinterher diesen Fehlpass. 90 Spielminuten sind leider vorbei. Bitter für uns, denn wir haben uns zumindest in der zweiten Hälfte richtig gut angestrengt. Aber was in der ersten Hälfte los war, weiß ich überhaupt nicht. Kompletter Blackout. Hannover feiert hier verdientermaßen, weil wir einfach so einen Blackout hatten. Und damit holen wir hier leider keinen einzigen Punkt mit. Aber dafür gewinnen wir in der nächsten Partie gegen den Wiesbaden mit 1:0. Dank Klaus, der hier in der 82. Spielminute trifft. Bevor wir jetzt weitermachen, blicken wir auf die Bundesliga-Tabelle, auf die zweite Bundesliga-Tabelle. Wir sind auf Platz 2 mit 33 Punkten und auch nur 3 Punkte weg vom Hamburger SV. Hinter uns ist es aber auch sehr eng. St. Pauli ist nur 1 Punkt von uns weg. Hertha und Hannover sind beide auch nur 3 Punkte weg. Also von Platz 1 bis 5 würde ich sagen, ist alles noch offen. Und damit gehen wir rein in die Partie gegen Hansa Rostock, die hier mit einer 3-5-1-2-Formation auflaufen. Und wir beginnen mit unserer nicht kompletten Top-11, denn wie wir schon sehen können, haben einige Spieler Ausdauerprobleme. Somit werden wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen. Tresoldi, Bob, Häuser, Ritter, als auch noch Ralston und De Vries dürfen von Anfang an beginnen. Und damit gehen wir rein in die Highlights. Wir sind in der Düsseldorf Arena und müssen jetzt hier unsere erste Situation direkt mal verwerten. Tresoldi hat diesen Ball und rennt auch danach direkt mal nach vorne. Immer noch Tresoldi, jetzt mit dem Hackenpass auf Tanaka. Tanaka auf Häuser, der mit nach vorne rennt. Häuser scheitert allerdings am Abwehrmann. Und damit hat Tresoldi auch die nächste Situation. Wieder ist es ein Alleingang. Mal schauen, ob er diesmal schnell genug ist. Er hat auf jeden Fall den Ball für 2 Momente gehabt. Ja, toll. Jetzt kommt ein Elfmeter für Hansa Rostock. Fröhling steht dafür bereit für Rostock und der Schuss, der geht rein. Wir liegen zurück. 40. Spielminute, was natürlich extrem bitter ist. Danach machen wir aber auch weiter. Eckball für uns über Ritter in der 50. Spielminute und wir möchten natürlich jetzt schön ausgleichen. Ritter mit der Hereingabe. Tresoldi kommt nicht dran, der rutscht aber auch allen vorbei und damit ist diese Situation auch vorbei. Kontermöglichkeit danach für jetzt Hansa Rostock. Pereira bekommt diesen hochgespielten Ball. Zimmermann ist der letzte Mann und muss hier erstmal verteidigen. Kommt hier nicht hinterher. Gefährliches Einsteigen, das muss die rote Karte geben. Ja, wir sehen es ehrlicherweise nicht. Ich kann es mir aber vorstellen. Und damit jetzt dieser Freistoß. Brüger bringt ihn zum Glück nicht aufs Tor und damit ist die Szene auch vorbei. Damit springen wir rein. Wieder eine Szene für Hansa Rostock als nächstes. Ralston
muss erstmal nach da unten kommen, wo Prüger aktuell ist. Das wird ein bisschen schwer. Er kommt schon angerannt. Immer noch Ralston, der dann Druck macht, den einfach mal wegnimmt, ganz entspannt. Und dann bekommen auch wir einen Elfmeter zugeschrieben. Sehr viele Elfmeter, zwei Elfmeter insgesamt. Und dafür steht diesmal Klaus bereit. Klaus, jetzt mit diesem Lauf. Klaus mit dem Chipper. Der Torhüter rechnet damit und dann ist die Partie auch vorbei. Wir verlieren mit 1:0. Wir haben aber einen Abgang und zwar Jonah Niemek. Er wird von uns verlassen und zwar für 2,05 Millionen. Und was mir erst jetzt gerade aufgefallen ist, wir sind schon im Januar und zwar noch nicht im Januar, aber er wird uns jetzt verlassen. Moment, wir simulieren einfach davor und dann können wir auch direkt mal auf die Statistiken gucken. Komplett, ja, verpeilt von mir, muss ich mich dafür entschuldigen. Ja, wir schauen mal drauf. Die Statistiken sehen wie folgt aus. Carsten Meyer schafft nur leider 3 Partien zu 0 und Heide aus einer Partie ebenfalls 0. Und damit schauen wir auf die meisten Vorlagen. Hier ist Appelkamp richtig stark mit 10. Danach kommt auch schon unser Stürmer Vermaij mit 7, gefolgt von Zollis mit 3. Und der ausgeliehene Spieler, ja, tut sich auch richtig stark entwickeln. Die meisten Tore hat Vermaij mit 8, gefolgt von Solis, und Appelkamp hat 6. Also die drei Kandidaten sind hier wirklich am Machen ohne Ende. Und danach müssen wir auch mal schauen, denn ich glaube, uns haben eine oder werden einige Spieler uns verlassen. Denn einige waren zu unzufrieden. Hier sehen wir es auch. Ja, ich muss mir den Überblick nochmal verschaffen. Daphne ist auf jeden Fall nicht mehr da. Also es sind einige Spieler zurückgeholt worden. Man sieht es auch, der Kader ist deutlich kleiner geworden. Weshalb wir jetzt hier nochmal ein bisschen schauen müssen. Leider ist auch hier Johannesson zurückgeholt worden. Verstehe ich nicht ganz, denn Einsatzzeiten hat er eigentlich bekommen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, wir brauchen dringend einen neuen Mittelfeldmann. Weshalb wir hier jetzt auf jeden Fall unser Transferziel gefunden haben. Mit 6 Millionen könnten wir auf jeden Fall einen Spieler holen. Und diese fast kompletten 6 Millionen investieren wir jetzt auch. Und das Liga-intern verpflichten wir einen Spieler von den ersten FC Nürnberg. Er ist 20 Jahre alt, ist ein Megatalent. Ich spreche von Jens Gastrop. Er hat jetzt eine 71er Gesamtstärke. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir zahlen 4,5 Millionen plus Gehalt obendrauf. Und er bekommt von uns einen 4-Jahres-Vertrag. Und wir erhoffen uns natürlich einiges von ihm. Wir haben einen Mittelfeldmann, ja, gekauft. Jetzt wird einer verkauft. Überhaupt nicht geplant, aber die Freigabesumme wurde jetzt gezogen, was natürlich extrem bitter ist. Denn Appelkamp wird verkauft für seine Freigabesumme von, ich glaube, 9,9 Millionen und Farnabatsche zieht sie leider. Er wurde sich im Sommer gewünscht. Jetzt kommt er zu uns. Baris Atik, der Flügelflitzer, denn, ja, Zollis, müssen wir ehrlicherweise gestehen, ist uns zu teuer, können wir uns nicht leisten, weshalb wir uns jetzt schon für die nächste Saison einen neuen Flügelflitzer holen. Er ist 28 Jahre alt, hat eine 71er Gesamtstärke und wir zahlen an Magdeburg 2 Millionen. Nach diesen Transfers gehen wir jetzt auch rein in die Partie gegen den ersten FC Kaiserslautern. Sie werden hier mit einer 3-4-1-2 Formation auflaufen und wir beginnen natürlich mit unserer gewohnten Formation und ja, mit keinen neuen Kandidaten, denn wir möchten erstmal mit der gewohnten Elf spielen und reingehen jetzt hier in diese Partie. Ein Hacker ist am Ball, sieht jetzt hier zu Lies, der nach vorne rennt, immer noch zu Lies, bremst jetzt hier ein bisschen ab zu Lies, mit der Flanke auf Klaus und er scheint er tatsächlich am Torhüter. Sehr gute Freistoßmöglichkeit für uns, zu Lies steht dafür bereit, zu Lies zieht ab und zu Lies trifft hier den Pfosten, leider. Ritter mit der Flanke, Klaus legt auch für Vermaij. Und für Mai, Bolz drauf, 3 Möglichkeiten hatten wir, die dritte nutzen wir und damit machen wir das Sprichwort, alle guten Dinge sind 3 komplett. Kaiserslautern im Angriff, die roten Teufel versuchen es über die Mitte mittlerweile, gehen hier aber jetzt an allen plötzlich vorbei, Siebert kommt noch angeholt, streicht aber nicht, Carsten Meyer kommt nicht dran und der Ausgleichstreffer erfolgt. Vermaij ist hier am Ball, Vermaij jetzt auf zu Lies, der sich hier erstmal durchdribbeln kann. Immer noch zu Lies. Sieht hier Klaus. Klaus schießt bei dieser Riesenmöglichkeit vorbei. Gavery läuft nach vorne. Gavery jetzt auf zu Lies. Zu Lies auf Tanaka. Tanaka auf Vermaij. Vermaij schießt vorbei. Gavery läuft mal nach vorne. Sieht jetzt hier zu Lies, der jetzt hier ins Dribbling geht. Findet Sobotka. Sobotka sieht Soldi. Soldi lässt sich ein bisschen Zeit, rennt hier vorbei, findet jetzt auch Zimmermann auf dem Flügel. Zimmermann dreht nochmal ab
findet Tresoldi. Tresoldi hat ihn. Tresoldi auf zu Lies. Zu Lies legt sich den vor und trifft perfekt in den Winkel. Damit holen wir uns die Führung zurück in der 52. Spielminute. Abstoß jetzt für die roten Teufel. Zu Lies ist ein Teufel. Holt ihn sich. Tresoldi hat ihn. Findet jetzt hier wieder zu Lies, der abzieht und trifft. Wir nutzen das Eiskalt aus und machen jetzt hier den dritten Treffer und bauen vor allem unsere Führung aus. Eckball jetzt für Kaiserslautern. Clemens, ja, bringt ihn jetzt rein und Tresoldi entschärft und das leider nicht auf Tunis, weshalb wir weiterhin verteidigen müssen. Der Schuss, der geht leider durch und die roten Teufel schaffen den Anschlusstreffer. Oscar Bob jetzt auf Häuser. Häuser hat da mal ein bisschen Freiraum. Häuser trifft aus diesem Winkel und gibt die direkte Antwort auf den Gegentreffer, nämlich ein Treffer für uns. Zimmermann macht Druck und Zimmermann grätscht vorbei, weshalb jetzt Hofmann auf Tobias Raschel aufpassen muss. Kastenmeier pariert, das reicht aber nicht aus, denn jetzt schaffen sie in der Nachspielzeit den dritten Treffer. Danach ist aber auch Schluss, nach diesem Gegentreffer, bitter ist es auf jeden Fall, aber in Ordnung, denn wir gewinnen hier mit 4:3. Ja, sehr torreich, aber wir holen dadurch 3 Punkte. Aber dafür verlieren wir leider gegen Hannover mit 1:0 sehr bitter, denn sie waren sogar in Unterzahl und wir konnten es nicht schaffen, ja, hier einen Sieg rauszuholen. Nach dieser Niederlage gehen wir auch rein in die Partie gegen den KSC, die aktuell Zweiter sind und hier mit einer 4-1-2-1-2-Formation auflaufen. Und wir beginnen natürlich, so gut es geht, mit unserer Top-11. Wie ihr schon sehen könnt, das ist leider nicht möglich. Und wenn ihr wissen wollt, warum die Ausdauer so schlecht aussieht, kann ich es euch noch nicht mal beantworten, weil das ist katastrophal, muss man eigentlich schon fast sagen. Und damit gehen wir trotzdem rein. Tanaka ist hier mit Dewey's der einzige oder die einzigen, die hier leichte Ausdauerprobleme haben. Und damit gehen wir rein. Jetzt müssen wir aufpassen. Der KSC bereitet einen Angriff vor, legt auf und dann ist da plötzlich alles frei. Wir legen zurück mit 1:0. Soldi am Ball. Sieht jetzt hier Oscar Bob. Sehr starkes Zusammenspiel. Artig bekommt diesen Ball. Hat alle Zeit der Welt. Verwandelt ihn in der 37. Spielminute und macht damit den Ausgleichstreffer. Artig läuft mal ein bisschen nach vorne. Immer noch Artig. Lässt sich überhaupt nicht diesen Ball wegnehmen. Findet jetzt Bird und Bird trifft erst Einsatz für Fortuna Düsseldorf. Ja, eigentlich wollte ich ihn verkaufen. Jetzt ist er mal wichtig, da wir so wenig Ausdauer hatten. Und er trifft direkt. Soldi ist jetzt am Ball. Hat hier die Kontermöglichkeit. Rennt schon mal an den ersten Mann vorbei. Auch an den zweiten. Zieht ab. Doppelschlag jetzt Düsseldorf. Und damit führen wir auch schon mit 3:1. Gastrop ist am Ball. Gastrop auf Artig. Was für ein sensationeller Ball. Artig hat alle Zeit der Welt. Vierter Treffer. 54. Spielminute. Wahnsinn! Gastrop ist hier am Ball, läuft nach vorne. Die Verteidiger passen gar nicht mehr auf. Und er hat auch Bock. Er macht seinen ersten Treffer für Düsseldorf. Und damit sind wir zufrieden mit diesem Spielstand. Und damit können wir meiner Meinung nach auch direkt mal in die Schnellsimulation reingehen. Das Endergebnis heißt auch 5:1. Und auch gegen Wiesbaden versenken wir komplett in den Boden. Wir gewinnen auch die nächste Partie. Sehr torreich mit 4:1. Klaus Ritter, Solis als auch nochmal Solis Treffer. Hier. Und auch gegen Magdeburg gewinnen wir hier mit 2:0. Bisher, ja, ohne Probleme. Klaus trifft hier für uns und das, ja, ist perfekt. Das war aber auch die letzte Partie für heute. Damit blicken wir auf die Tabelle. Und wir sind richtig eng dran an den Hamburger SV. Nur ein Punkt trennt uns. Aber hinter uns ist auch Schalke richtig nah dran mit nur 2 Punkten Abstand. Danach mit 5 Punkten Abstand auf uns sind Hertha BSC, St. Pauli als auch Karlsruhe. Also weiterhin ist es ein extrem enges Rennen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Hinterher kommt dann Hannover, Braunschweig, Kaiserslautern, Holstein Kiel, Fürth, Hansa Rostock, Nürnberg, Paderborn, Magdeburg. Auf dem Relegationsplatz befindet sich Elversberg und auf den beiden Abstiegsplätzen ist Osnabrück und Wien-Wiesbaden. Beim nächsten Mal spielen wir dann natürlich wieder Bundesliga bzw. zweite Bundesliga und wir beginnen hier mit der Partie gegen Braunschweig, gefolgt von weiteren Partien. Einmal gegen Greuther Fürth, Osnabrück folgt danach, dann kommt Holstein Kiel und dann kommt der FC Schalke 04, wo ich mich am meisten freue. Das wird ein richtig hartes Duell, gefolgt von der Partie gegen Elversberg, Paderborn und Hertha BSC. Also, ich freue mich, ich hoffe, ihr euch auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!